Yo, Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei The Captain Phil. Ihr seht, ich bin wieder in der Waldhütte und ihr seht auch, was ich hier vor mir habe. Und zwar habe ich hier vor mir ein Ouija-Brett, das mir letztes Jahr mal gestaltet wurde, was ich letztes Jahr bekommen habe. Im Stil natürlich von Fluch der Karibik, von Piraten hier vorne und hier hinten natürlich auch noch drauf. Individualisiert komplett. Mein eigenes Brett. Wir hatten das Thema schon öfters im Stream, Ouija-Brett. Ich habe mich damit auch schon viel auseinandergesetzt. Angefangen hat das ja irgendwann mal als Spiel für Kinder. Dann wurde es später von Hollywood aufgefasst und wurde im Endeffekt dann zu dem, was es heute ist. Im Endeffekt eigentlich ein relativ simples Brett hier. Aufbau ja und nein. Wir haben hier Buchstaben von A bis Z drin, die Zahlen von 1 bis 0. Unten noch Goodbye, oben dann eben Yes, No. Und hier natürlich noch gestaltet mit ein paar Tinten. Tintenfischarmen, wir haben hier oben ein Steuerrad drin, wir haben hier unten mein Logo eingebrannt und hier natürlich auch nochmal so ein Meeresungeheuer. Sehr cool, und auf der Rückseite hier drauf haben wir natürlich den Totenkopf. Die Blanchette ist beschriftet mit Dead Men Tell No Tales, auch in einem alten, piratigen Stil. Vielleicht kann ich euch das noch genauer einblenden. Und auf der Rückseite haben wir das Symbol, das Zeichen von Tia Dalma aus Fluch der Karibik 2 und 3, was sie ja auch so als Kette einmal trägt. Dieses Herz mit dem Gesicht drauf und das der Davy Jones auch hat. Wenn man das aufmacht, wird er so Musik gespielt. Ich befinde mich jetzt hier in der Waldhütte und möchte das heute einmal ausprobieren. Insgesamt gibt es für das Ouija-Brett selber keine direkten Regeln. Es heißt ja sonst immer so im gängigen Jargon, im gängigen Gebrauch, dass man das dann mindestens mit 2 bis 3 Personen spielen soll, dass da mehrere Leute involviert sein müssen. Es muss Nacht sein, es müssen Kerzen aufgestellt sein. Manche gehen auch noch nach einer gewissen Wettersituation oder wie der Mond eben steht. Aber im Endeffekt spielt das alles gar keine Rolle. Das Ouija-Brett selber kann man alleine machen, kann man zu zweit machen. Wie ihr das machen wollt, bleibt komplett offen. Es ist auch komplett egal, ob man das tagsüber macht oder nachts oder mittags. Es spielt also komplett gar keine Rolle, wie man das einsetzt und wann man das einsetzt. Da gibt es keine Regelung dafür. Wenn man sich mal umschaut, es gibt viele Regelungen, eben die aus Filmen aufgegriffen wurden, aus Hollywood-Filmen, aus so spirituellen Gruselfilmen. Aber im Endeffekt für das Ouija-Brett selber, wann man das nutzt, gibt es keine genaue Regelung. Es gibt auch in der Hinsicht keine Regelung, wie der Aufbau sein muss, ob man da jetzt Kerzen stehen hat oder ein Kreuz. So, manche haben auch noch Items dann dabei von Verstorbenen, die sie erreichen wollen. Aber wir hier sind ja in einer Hütte, die vor vielen Jahren erbaut wurde, Zweiter Weltkrieg, da davor auch schon stand. Und ich will jetzt einfach mal schauen, ob wir hier mit diesem Ouija-Brett heute irgendjemanden erreichen, irgendein Geistewesen, das sich hier vielleicht auffällt. Denn der Wald ist ja sozusagen so schon ein spiritueller Ort, ein mystischer Ort, geheimnisvoll, ja. Ranken sich Mythen, viele Gedichte drehen sich um den Wald, viele Sagen und Legenden. Und wir schauen es heute einfach mal. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Ich bin selber kein Okkultist oder kein Spiritualist, wie man auch immer das genau sagt. Ich befasse mich nur sehr gerne mit dem Thema. Ich finde es höchst interessant und natürlich muss man da immer mit einem gewissen Respekt rangehen. Das ernst nehmen auf jeden Fall, wenn man das macht, klar. Und deswegen, wir probieren es heute einfach mal, ob es funktioniert. Wir haben es im Stream auch schon mal probiert. Ich glaube, vor 2 Jahren an Halloween war das. Da hat es nicht funktioniert. Das war auch damals noch nicht dieses Brett hier. Das war, wo ich damals verwendet habe, das habe ich selbst gemacht. Das ist jetzt auch selbst gemacht, nicht von mir. Aber ist natürlich ein richtiges Brett aus Holz mit Gravuren, mit Schnitzereien und sowas. Auf jeden Fall sehr schön individualisiert. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Wir testen das jetzt einfach mal hier draußen. Funktioniert es? Erreichen wir irgendwelche Geisterwesen? Erreichen wir irgendwelche spirituellen Wesenheiten und Gegebenheiten, die sich hier vielleicht aufhalten? Ich eröffne dieses Brett mit meinem größten Respekt und meiner größten Ehrfurcht. Ich möchte hier in der Waldhütte im Wald mit spirituellen Wesen sprechen, mit spirituellen Energien sprechen, die es gut mit mir meinen, die mir gute, positive Nachrichten überbringen möchten und sich hier vielleicht aufhalten aktuell. Die hier anwesend sind, die sich hier aufhalten. Der Wald ist ein Ort voller Energie, voller Mysterie und Stärke. Ebenso wie diese Hütte. Ich möchte heute nur mit Wesenheiten und Geistern sprechen, die es gut mit mir meinen. Die positive Nachrichten haben und die mir positiv und gut gegenüber eingestellt sind. Ich stelle also die Frage, ist ein Geisterwesen anwesend, das es gut mit mir meint
das es positiv mit mir meint und das mit mir sprechen möchte. Ihr seht, meine Finger liegen nur sehr leicht hier drauf, sodass ich diese Blanchette auch jederzeit im Endeffekt bewegen könnte. Sollte also wirklich ein Geistewesen hier sein, das mit uns sprechen möchte. Ich bin heute hergekommen mit größter Ehrfurcht und größtem Respekt vor dieser Hütte, vor dem Wald. Und möchte mit einem Wesen sprechen, mit einem Geistewesen sprechen, mit einer Energie sprechen, die es gut mit mir meint, die positiv gesinnt ist, freundlich gesinnt und anwesend ist. Ist ein Geistewesen anwesend, das es gut mit mir meint, das positiv gesinnt ist und mit mir sprechen möchte? Wie heißt du? Also auch wenn es bisher nicht wirklich lange gedauert hat, hegen sich ein paar Zweifel, ob es wirklich funktioniert. Ich frage nochmal, wenn ein Geistewesen anwesend ist, das mit mir sprechen möchte, freundlich eingestellt ist, positiv gesinnt, freundlich gesinnt mir gegenüber, möchtest du dich mir vorstellen? Wie heißt du? Aber ich denke, wir werden die Sitzung beenden. Ich verabschiede mich von der Geisterwelt, von den Wesen, die anwesend sind. Ich bedanke mich für diese Sitzung und verabschiede mich mit größtem Respekt und größter Ehrfurcht und möchte mich nochmal bei euch bedanken, dass ich hier sein durfte, dass ihr mich zumindest angehört habt. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Also ihr seht, wie es ausgegangen ist. Es war keine Geisterwesen waren anwesend, keine Wesenheit war hier. Bisher hat es nicht funktioniert. Vielleicht brauchen wir wirklich mal mehrere Personen, mit denen wir das ausprobieren können. Vielleicht klappt es da. Wobei natürlich auch bei mehreren Personen immer der Verdacht ist, dass irgendeine von diesen Personen das natürlich lenkt und steuert. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao, euer Captain Phil.